Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht das auch gerne nächstes Mal. Also wie gesagt, samstags um 15 Uhr lade ich immer meine Videos hoch und zusammen basteln wir. Und wenn euch langweilig ist, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig, Leute. Also lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für mich da. Und heute starten wir mit einer neuen Videoreihe. Und zwar heißt sie Unflattering-Sprüche für Anfänger. Ich dachte mir, das wäre mal wieder was Neues. Und das haben wir auch noch nie gemacht, also kennt ihr Handlettering. Also da macht man ja viel mit Brushpens und auch viele Motivationssprüche und es macht mir einfach mega Spaß. Und ist natürlich auch mal wieder gegen Langeweile, Leute. Also da ist auch wieder perfekt, dass ihr wieder einschalten könnt. Und ja, bevor es losgeht, aber würde ich gerne nächste Woche entweder ein Oster-DIY-Video machen, also mit Deko, oder ein Oster-Geschenke-DIY-Video. Und ihr müsst jetzt abstimmen in den Kommentaren, ganz wichtig, ob ihr eher nächste Woche ein Ostergeschenke-Video haben wollt oder ein Oster-DIY-Deko-Video haben wollt. Ich wollte gerne noch zwei Personen grüßen, und zwar einmal Anna Herz. Sie hat 15 Abonnenten und auch sie macht auch Videos und sie würde sich bestimmt freuen, wenn ihr auch mal auf ihrem Kanal vorbeischaut. Dann noch Creative with me in Roblox. Sie hat auch einen Kanal und macht Roblox-Videos. Also falls ihr euch für Roblox interessiert, schaut mal gerne bei ihrem Kanal vorbei. Und jetzt schöne Grüße an euch beide. Und für die DIYs oder ehrlich gesagt für die Sprüche braucht ihr eigentlich nur 5 Materialien. Und zwar am besten einmal einen schwarzen Filzstift und einen schwarzen Fineliner. Ich habe hier einen schwarzen Filzstift, also so einen, der halt einmal so eine dünne Mine hat und auf der anderen Seite so eine dickere. Und dann braucht ihr noch am besten einen schwarzen Brushpen. Ihr könnt auch farbige nehmen. Aber ich finde, es passt immer ganz gut, wenn man so schwarz nimmt zu Handlettering. Und wenn ihr wollt, noch einen Bleistift. Und natürlich noch Papier. Wie gesagt, es ist eine Videoreihe wird. Das heißt, es kommen dann in ein paar Wochen oder auch mal Monaten dann halt Part 2, 3, 4 und so weiter. Und ich mache heute, glaube ich, ein Video, wo ich nur mit schwarzen Stiften male und das nächste Mal wieder mit bunten. Also das suche ich mir dann immer aus, aber ihr könnt es natürlich auch spontan machen, wie ihr wollt natürlich. Und jetzt legen wir endlich. Habe ich ein Blatt einmal in der Mitte durchgeschnitten. Und jetzt braucht ihr den Bleistift, also nur wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gleich mit dem Brushpen loslegen und einfach die Wörter aufmalen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht so ordentlich und nicht so schön. Deswegen am besten erst einen Bleistift. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich würde als erstes den Spruch Be the reason someone smiles today nehmen. Und dann fange ich einfach mal hier an. Ich drücke jetzt am besten etwas mehr mit den Stiften auf, damit ihr es auch gut sehen könnt. So. Also könnt ihr wirklich alle Motive, die ihr mögt, hinmalen. Aber ich habe jetzt mal so angefangen. Das fand ich schon sehr schön. Und jetzt schreibe ich oben auf jeden Fall schon mal etwas größer B hin. Also das könnt ihr natürlich alles machen, wie ihr wollt, Leute. Aber ich will euch natürlich auch ein bisschen Kreativität geben. Ich habe jetzt schon B geschrieben. Und auch the reason, also B kommt so in so einer Schreibschrift eben. Und dann the reason ganz normal. Someone und also someone dann wieder mittelgroß und smiles riesig groß. Also nicht zu groß. Und dann würde ich auch gerne bei dem I, also bei smiles, noch ein Herzchen machen. Und am Ende wird das alles nochmal dekoriert. Und dann, unten noch today. Genau. Und jetzt können wir mit dem Wort someone weitermachen. Also macht doch immer am besten zwischen den Wörtern verschiedene Abstände und verschiedene Schriften. Also ich liebe einfach Handlettering, weil es mega viel Spaß macht und einfach gegen Langeweile ist und man sich mega kreativ austoben kann. Und so werde ich jetzt weiter. Ich werde jetzt auch schon die Bleistiftwörter. Jetzt steht hier, be the reason someone smiles today. Ich finde es mega schön. Wie gesagt, also ich habe jetzt be und someone und smiles und also so ein bisschen halt schnörkeliger geschrieben und the reason eher in Schreibschrift. Und das ist halt das Tolle an Handlettering, dass man dann verschiedene Schriftarten nehmen kann und die könnt ihr euch natürlich auch selber aussuchen. Und hier habe ich noch etwas dekoriert mit einem Herz, hier noch mit so Blättern. Und verschiedene Strichen und Punkten. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt werden wir einen schwarzen Stift nehmen.
Also entweder jetzt einen Fineliner oder einen Brushpen. Also ich würde es auf jeden Fall gerne einen Brushpen nehmen, weil da wird alles immer betont und wir werden auch dann dick und dünn manche Stellen malen. Das werde ich euch noch genauer zeigen und darauf freue ich mich jetzt richtig. Erst will ich immer mit der Schrift anfangen, also mit der Schrift anfangen, die halt schwarz zu umranden, also halt eher zu übermalen. Jetzt fangen wir einfach mal an mit dem B. Der Strich hier beim B würde ich etwas dicker machen, das sieht bestimmt schön aus. Und jetzt hier der Strich wird wieder sehr dünn. Und dann werden wir hier wieder dicker. Und dann hier wieder dünn anfangen und wieder dicker werden. Man muss eben komisch gucken, dass es nicht zu komisch aussieht. Ihr könnt auch dann nochmal mit dem Stift ein bisschen nachgehen, damit es alles nicht so gekünstelt oder so aussieht. Und das sieht jetzt schon mal so aus. Mega schön. Und das werde ich mit anderen auch noch machen. Und bei den Druckbuchstaben würde ich alle Farben, also Buchstaben einfach mit der gleichen Dicke übermalen, aber das könnt ihr wieder aussuchen. Und bei den anderen so Schnörkel oder Schreibschriften würde ich dann eher wieder mit dem dick-dünnen anfangen. Oh, Leute, guck mal, wie schön es einfach geworden ist. Ich finde es einfach mega toll. Es hat wirklich mega viel Spaß gemacht und ist auch natürlich gegen Langeweile geeignet. Okay, Leute, der zweite Spruch jetzt. Und zwar heißt der: Follow your dreams, they know the way. Ich finde ihn wirklich wunderschön. Und ich habe auch übrigens die Sprüche ausgesucht und ausgedacht, die mir besonders gut gefallen. Weil ich finde es immer schön, wenn man da auch so Zitate hat. Und das kann man dann auch perfekt als Deko für sein Zimmer benutzen, wenn man die Sprüche auch natürlich schön findet. Und ihr könnt euch da einfach welche raussuchen, die ihr mögt. Oder einfach alle nachmachen, wenn sie euch gefallen. Also als erstes schreiben wir wieder Follow your dreams, they know the way, hier auf das Blatt Papier. Follow you steht jetzt schon auf Papier und ja, das finde ich schon mal mega toll. Und jetzt kommt, also jedes zweite Wort kommt jetzt in der Schnörkelschrift und danach wieder in der Druckschrift. Also follow, dreams und way kommt in so Schreibschrift und Schnörkel und your und they know the kommt in Druckschrift. Und das ist bestimmt mega toll. Follow your dreams steht schon in seiner mächtigen Pracht da auf dem Blatt Papier. Voll lustig. Und jetzt geht's weiter mit den Brushpens oder auch Fineliner. Und da würde ich am besten so machen, dass wir Follow, Dreams und Way mit einem Brushpen und auch mit dicker und mal dünner Schrift bemalen. Und Your und They Know The mit dem Fineliner übermalen, weil das wird dann richtig schön aussehen. Und hier bei Way habe ich noch hier so einen Weg und so einen Pfeil aufgezeichnet. Und das passt mega gut dazu. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen dekorieren, aber ich glaube, ich lasse es jetzt mal so. Und mal Your They Know The mit dem Fineliner und Follow Dreams Way mit dem Brushpen an. Ich finde das Bild auch einfach so wunderschön. Es ist für mich echt schwierig gerade zu sagen, welches ich schöner finde. Also das würde mich jetzt mal wirklich sehr interessieren, weil ich das richtig schwierig finde, welches Bild davon euch mehr gefällt. Also ich könnte das, glaube ich, jetzt nicht beantworten. Ich mag auf jeden Fall beide richtig doll. Aber schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall. Beide sind mega toll. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie nachmalt. Spruch 3. Und zwar wieder ein Blatt Papier. Und der Spruch wird etwas kürzer. Und er ist Just keep going. Jetzt lass uns loslegen. Mit dem Bleistift fangen wir an. Mit dem Wort Just. Das kommt wieder in einer richtig schönen Schnörkelschrift. Und zwar malen wir es erstmal bis hier. Und wenn wir dann erstmal Just das Wort geschrieben haben, ziehen wir diese Linie hier noch bis zum S so. Aber erstmal würde ich die anderen Wörter malen, bevor wir jetzt richtig loslegen. Da die Striche länger ziehen, weil dann sieht es am besten immer schöner aus. Und bei dem T würde ich auch gerne einen Langstrich wieder machen bis zum U. Also hier vom U bis zum T und so eine kleine Wellenlinie. Und jetzt beim Just bis zum S. Okay, Leute, so habe ich das jetzt gemacht. Das sieht mega toll aus. Und das Keep würde ich jetzt klein in Druckbuchstaben schreiben. Direkt hier unter das Just. Also ein bisschen Platz lassen, aber so nicht so aneinander quetschen. Aber nicht so viel. Keep in Druckschrift und das würde ich dann auch wieder mit dem Fineliner übermalen. So.
Und jetzt noch Going wieder in so einer schönen Schnörkel. So sieht es jetzt aus. Und jetzt werden wir es wieder umranden. Wie gesagt, das Keep, also die Striche würde ich ganz normal einfach mit den Brushpins machen. Und also die verlängerten, vor allem die hier und die hier. Und Keep mit dem Fineliner schreiben. Also wie ihr wollt, aber ich empfehle euch immer, wie ich es machen würde. Und mit dem Brushpin Just und Going. Los geht's. Wundervoll, Leute. Und zwar finde ich das wirklich auch mega schön. Ich finde es gerade richtig schwer und wir machen diese Videoreihe gerade richtig viel Spaß. Und ich hoffe euch auch. Deswegen wertet das Video auch gerne mit einem dicken Daumen nach oben. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem vierten Bild. Und falls ihr euch jetzt schon fragt, wie viele Bilder werde ich in den Videos ungefähr immer machen, also in der Videoreihe, ich würde sagen immer so 5 Sprüche, also 5 Bilder ungefähr. Aber immer unterschiedlich. Jetzt würde ich gerne mit dem nächsten Spruch weitermachen. Das wäre dann der vierte und damit auch der vorletzte. Und zwar ist der Never Give Up. Ich liebe einfach diesen Spruch und deswegen würde ich ihn auch gerne mit euch teilen sozusagen. Dann fangen wir mal an mit dem Bleistift Never drauf zu malen auf das Blatt. Und dann bei Never mache ich immer die Buchstaben sehr versetzt. Und das sieht immer richtig toll aus, finde ich. Und ich schreibe auch in der Schule so einen Mischmasch zwischen Druck und Schreibschrift. Und das finde ich auch richtig toll. Also eine richtig gute Idee für dieses tolle Bild hier. So, das sieht schon mal richtig schön aus. Und jetzt das GIF. Also da am besten auch wieder, weil es kürzere Wörter sind. So in der Mitte vom Blatt schreiben. Da, 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 da. Und fertig wäre auch schon der Spruch. Nur noch jetzt natürlich mit dem schwarzen Stift ausmalen. Und jetzt habe ich auch noch mal ein bisschen hier dekoriert. Und den Ausrufezeichen natürlich darf auf keinen Fall fehlen. Ihr könnt auch bei den anderen auch noch ein Ausrufezeichen nehmen. Aber ich glaube, bei dem ist es jetzt besonders wichtig, weil Never Give Up müsste man sich immer im Kopf behalten. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man auch sich selber motiviert. Ja, guck mal, weil das nächste schöne Bild auch schon fertig. Ich finde diese DIYs und Bilder gehen einfach mega toll. Ich wollte sagen, mega schnell, weil es ist einfach auch mega cool, sie zu zeichnen und es macht Spaß und man kann sich immer selber ein bisschen inspirieren und auch kreativ einfach sein und das liebe ich am Basteln. Also viel Spaß beim Malen. Der letzte Spruch für heute ist Live Every Moment. Ich finde den Spruch auch richtig toll und dafür braucht ihr eigentlich jetzt nur den Bleistift erstmal, wie immer. Und dafür fangt ihr am besten auch sehr in der Mitte an, weil an den Seiten würde ich dann auch noch so ein paar Blattsträuße so hinmalen. Das wird bestimmt richtig schön aussehen. Ich stelle mir da gerade sowas vor. Lass uns einfach mal anfangen. Okay, in der Mitte schreiben wir hier erstmal Live hin. In Schreibschrift. Und am besten auch nicht zu groß. Und es werden wir da einfach nur mit einem Fineliner umranden, weil es soll etwas leichteres sein. Und bei, also Liv habe ich jetzt mit dem Schreibschrift geschrieben. Und Every, da lasse ich zwischen den Buchstaben immer ungefähr, also ein bisschen frei. Und das kommt hier in der Druckschrift. Every. Und jetzt schreiben wir noch ganz schnörkelig Moment hin. Und das am besten immer so, also Live steht halt ganz oben, dann Every wird dann etwas breiter und Moment wird dann das breiteste. Und danach umranden wir das alles. Aber das ist halt nachgespurt. So sieht es aus. Und als Deko habe ich hier auch noch ein paar Herzchen und so Striche hingemalt. Und jetzt kommt noch der letzte Schritt für das letzte DIY. Und zwar nehmen wir jetzt den Fineliner oder am besten erstmal den Bleistift zum Vorzeichnen. Jetzt malen wir nämlich da so wunderschöne Sträuße hin. Und zwar fangen wir hier einfach mal an. Und malen erstmal auf jeder Seite einfach 4 Striche. Und immer ein bisschen Abstand, weil dann müssen ja auch noch die Blätter hin. Oder wir können auch eigentlich 5 machen, wie ihr wollt. Ist ja bestimmt total schön. Auf die andere Seite kommen jetzt auch noch 5 Striche. Die könnt ihr da so verteilt machen. Am besten ein etwas ähnlich wie auf der anderen Seite. Seid einfach kreativ.
Okay, jetzt malen wir hier lauter an den Sträußen verschiedene Blätter. Also einfach so, ganz einfach, und es wird am Ende richtig schön aussehen. Und ihr könnt natürlich, ihr müsst nicht immer auf jeder Seite 5 machen, sondern immer versetzt und unterschiedlich. Das macht das DIY nämlich besonders. Und danach einfach wieder mit Fineliner alle Sträucher nachsprühen. Viel Spaß! Jetzt ist auch schon das 5. Bild fertig. Es ist wirklich mega toll geworden. Ich habe es auch noch ein bisschen abgeschnitten, weil da war noch am Ende so viel übrig vom Blatt und es sah halt nicht so schön aus. Und deswegen habe ich es einfach noch zugeschnitten. Könnt ihr wirklich machen, wie ihr wollt. Und ich finde, die Bilder sind insgesamt auch mega schön geworden. Und das hier mit den Herzen am Ende habe ich ja noch, wie ihr gesehen habt, mit dem Radiergummi ein bisschen die Bleistiftspuren wegradiert. Und es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Jetzt werde ich euch nochmal alle zeigen, und zwar in der Reihenfolge, damit ihr sie euch nochmal vielleicht screenshotten könnt, damit ihr sie auch nachmachen könnt. Das erste. Be the reason someone smiles today. Also sei der Grund, dass jemand heute lächelt oder glücklich ist. Richtig schön. Dann das zweite. Follow your dreams, they know the way. Das war auch sehr schön. Dann just keep going, never give up. Also gib niemals auf. Und das ist natürlich auch ein sehr guter Motivationsspruch, falls ihr mal nicht so motiviert seid. Und live every moment. Das war es auch schon mit den tollen 5 Bildern, die mir heute wirklich mega viel Spaß gemacht haben. Auf jeden Fall fand ich es mega toll. Lasst dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben da und kommentiert, welches der 5 Bilder ihr am liebsten mögt. Da bin ich richtig gespannt auf eure Antwort. Ich mag alle sehr und für mich ist es schwierig, da halt eine Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, also wie am Anfang des Videos schon gesagt, nächste Woche entscheidet bitte mal in den Kommentaren, ob ich ein Oster-DIY-Deko-Video machen soll oder ein Oster-DIY-Geschenk-Video. Da bin ich sehr gespannt und schreibt gerne das in die Kommentare. Und dann schaltet gerne am nächsten Samstag wieder um 15 Uhr bei mir ein. Würde ich mich drüber freuen. Tschüss! Bye!